Und damit herzlich willkommen zum nächsten Unboxing. Für mich gibt es heute gleich zwei Unboxing, während es für euch heute nur eines gibt, weil heute ist Mittwoch und Mittwoch ist Unboxing-Tag. Sofern ich irgendwas habe, kommt dann eben jeden Mittwoch um 18 Uhr ein Unboxing. Und ich habe ja letztens schon angekündigt bei Yoshi's Woolly World, was ist denn eigentlich jetzt? Mein Schlüssel. Nee, den brauchen wir nicht, den wollen wir nicht unboxen. Ich habe beim letzten Mal, wo ich Yoshi's Woolly World angeboxt habe, ja schon angekündigt, dass ich mir ebenfalls die Limited Edition von Captain Toad Treasure Tracker besorgt habe. Und natürlich habe ich das auch getan. Moment, ich rück mal eben die Kamera hier so ein bisschen hoch. Dann sieht man das ein bisschen besser. Und ich habe ja auch schon gesagt, das Spiel, Captain Toad Treasure Tracker, das liegt bei mir schon seit dem Release rum. Ich habe, glaube ich, 4 Level oder so gezockt. Ich bin absolut kein Fan von dem Game. Letztendlich wollte ich aber doch die Limited Edition haben, weil, ja, doch. Kann man schon mal zwischendurch spielen, aber es ist, ich habe keine Langzeitmotivation bei dem Spiel. Auf jeden Fall gibt es zu der Limited Edition den Captain Toad hier dazu. Und ich habe erneut dasselbe Problem wie bei der Yoshi Limited Edition, und zwar das hier ist eine kleine Eindellung bei der Verpackung, genauso wie oben bei der Schachtel, aber also beim Deckelverschluss oben, aber die ist nicht so schlimm wie bei Yoshi. Und dann gucken wir uns natürlich jetzt einmal wie immer die Verpackung an. Also wir haben hier einmal das hier. Dann die Seite hier ist natürlich eine spontane Idee von Nintendo gewesen, das Spiel auch als Limited Edition rauszubringen. Weil die halt gemerkt haben, okay, wir bringen jetzt langsam die Amiibos, dann geben wir halt noch den Toad, die Toad Amiibo dazu und dann hat sich das, dann ist die Limited Edition perfekt und so weiter. Und die Seite habe ich schon gezeigt, ne? Ja, dann die Rückseite, das ist wohl das, was die meisten vielleicht von euch interessiert, die Rückvorder- und Kopfseite. Denn hier sind eben immer die wunderschönen Zeichnungen. Ich finde besonders, hier noch mehr eingedrückt, ich finde das hier bei jeder Limited Edition einfach hammergeil, dieses U-Symbol von der Wii U. Und es ist halt auch wirklich jedes Mal in irgendeiner anderen Farbe und ich finde das geil. So, hier sieht man noch einmal auf der Seite der Verpackung Spiel plus Amiibo. Und wir werden natürlich beides unboxen. Wobei ich natürlich das Spiel schon besitze. So, jetzt muss ich mal aufstehen, weil wir machen natürlich jetzt wieder die Schachtel auf. Und jetzt habe ich die natürlich genau in die falsche Richtung. Denn ich sollte sie in die Richtung öffnen, damit ihr auch ein bisschen mit reingucken könnt. Ich habe einfach mal provisorisch das Spiel wieder reingelegt, so wie die Schachtel halt für euch aussehen dürfte, wenn ihr euch das besorgt. Dann befindet sich nämlich hier das wunderbare Captain Toad Spiel drinnen. Und das möchte ich direkt als erstes einmal zeigen. Wir haben hier natürlich wieder das View-Logo, wie das aussieht, wenn man das Spiel startet. Und hier die Rückseite. Das ist tatsächlich eine andere Rückseite als bei der Schachtel. Aber das auch deswegen, weil die Schachtel wahrscheinlich sehr viel später rausgekommen ist. Jetzt wäre natürlich interessant, ob die jetzt auch eine neue Version von Captain Toad rausgebracht haben. Also wo die Rückseite auch identisch dieser Rückseite von der Schachtel ist. Weiß ich nicht. Ich habe das Spieleimer, Schachteleimer, genügt mir. Gut, ansonsten, wir machen natürlich auch einmal das Spiel auf, dann zeige ich euch die CD. Das war auch das letzte Spiel, das ich bekommen habe. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr Mario Maker, weil ich nehme das am Release von Mario Maker auf, noch ein Nintendo-Code drinnen ist. Und ansonsten haben wir hier noch eine virtuelle Anleitung, die wir uns dann auf der Wii U halt ansehen können. Leider keine farbige Anleitung mehr, Nintendo ist ja irgendwie scheiße geworden. Gut, und ansonsten hier noch die wunderbare Disc mit Dibaba! Gut. Time for Adventure! Also ich verstehe da immer. Time for Adventure! Auf jeden Fall holen wir uns jetzt noch den lieben Toad raus, der hier drinnen ist, wie man wunderbar noch sehen kann. Der natürlich auch zur Mario Party Sammel Edition dazugehört. Der liebe Toad. Ich muss mal hier alles wieder zurechtrücken. Ich bin ja so ein Perfektionist, was sowas angeht. Also ich mag das immer, wenn das wunderschön bleibt, alles. Und dann mache ich die Schachtel zu, weil die Amiibo von Yoshi, die steht bei mir auch draußen rum. Die steht nicht in der Schachtel. Die Schachtel hat bei mir einen eigenen Ort.
Und natürlich werde ich die Toad Amiibo genauso wie beim letzten Mal mit der Yoshi Amiibo wieder wunderbar ausschneiden. Oben eine Lasche hineinschneiden, damit man jedes Mal raus, rein, raus, rein, ne? Und dann werde ich das wahrscheinlich wieder um das Vierfache beschleunigen, wie ich das jetzt mache. Und aus dem Grund, ja, fange ich dann direkt mal an. Bevor ich aber anfange, hier noch die wunderbare Rückseite der Amiibo. Also wie gesagt, ist von der Mario Party 10 Version. Da habe ich auch noch die Mario Amiibo rumliegen, aber die habe ich noch nie mal ausgepackt, weil warum sollte ich? Ich habe schon eine Mario-Figur, und zwar die von Smash Bros. Vielleicht packe ich sie noch aus, ich weiß es nicht. Vielleicht. Gut, ansonsten, jetzt schneide ich da oben rein. So, wo habe ich denn mein Werkzeug? Hier habe ich mein Werkzeug. Dann will ich aber auch... Ich weiß nicht, warum kommentiere ich das eigentlich gerade? Ich glaube, so einen Einschnitt hat der gute Dr. Mario noch nie bei irgendwen durchgenommen. Ja, ich weiß, der war schlecht. Und dann hole ich mir jetzt hier den Toad raus, sofern er raus möchte überhaupt. Ist natürlich auch so eine Sache für sich. Anscheinend wollen die alle irgendwie nicht raus aus ihrer Schachtel. Weil ich natürlich verstehen kann, da drinnen ist es wunderschön. Aber... Ja? Du bist frei, mein Kleiner! Dann hole ich dann hier noch den Müll raus. Hier war er festgemacht. Wie man wunderbar sehen kann. Hier. Festgemacht, der Toad. Hier steht A, B, A, E, A, B, A, E. Oder A, B. Weiß ich nicht. Und das werfe ich meistens einfach immer weg, weil das braucht niemand. So auch dieses Mal. Und dann haben wir hier wunderbar den kleinen, aber süßen Toad rausgeholt. Die Baba. Und dann... Ja, für die, die es nicht wissen, man schaltet ja damit noch die Pixel-Toads frei, die man dann in den Leveln suchen kann. Und da ich davon auch ein Let's Play schon gesehen habe, das aber schon sehr lange her ist, könnte es sein, dass ich vielleicht das Spiel für mich neu entdecke dadurch. Gut. Vielleicht mache ich einen Livestream dazu. Weiß es nicht. Auf jeden Fall, das war das Unboxing zu Captain Toad Treasure Tracker Limited Edition. Und du gehst wieder in deine Schachtel rein. Jetzt kann man hier eben wunderbar sehen. Ich kann ihn hier schön reinstellen. Die Lasche muss ich natürlich runterpacken. Ich glaube, die verbiege ich noch einmal hier so nach unten. Weil die jetzt halt eben so nach oben wegsteht. Ja, ich glaube, jetzt passt's. Ja. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Unboxing wieder. Das kann ich jetzt hier auch schon mal reinhalten in die Kamera. Das wird was ganz Besonderes. Und zwar wieder eine Schachtel, aber... Super Mario Maker! Ja, meine Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also dann, bis zum nächsten Mal und tschüss.